Einen wunderbaren guten Morgen. Wir verbinden heute kurz vor, mitten in Ostern, also an dem Samstag. Konnte schon mal einkaufen, habe ich meinen Geburtstagseinkauf schon mal ein bisschen erledigt. Also das heißt, neben dem Radeberger Bierkasten nochmal einen Gräfensteiner Bierkasten. Ihr kennt es alle, bestimmt schon gesehen. Ja, jetzt nicht für mich, ein paar Zitronen, für jemand anders werden wir extra legen. So, upsala, das ist der Kasten hier. Upsala, erstmal wegkriegen. Upsala. Jo. So, Haushaltsrolle darf nicht fehlen. Dann, was ihr ganz selten von mir seht, K.O.-Papier, also Klopapier. Ja, ich denke immer, die Leute denken dann, ah ja, der kackt doch. Ihr kennt die Werbung. Was ich natürlich nicht tue. Nein, jeder kackt, egal. Jetzt mal für die Geburtstagsparty ein paar Salzstangen. Für die fröhlichen Salzstangen-Leute auf der Feier. Ein paar Deutschländer-Wiener Sechse. Ein paar Deutschländer-Wiener Sechse. Sixpack. Ein paar Wiener Maika Sechse. Ein paar Wiener Maika Sechse. Jetzt bin ich wieder reingetan. Jo, für die Party Cola, durstig eine Cola. Gibt's aber nicht wieder Cola. Ja, klar habe ich Cola. Jo, dann habe ich mal was für einen Kaffee oder was anderes für mich. Kokosblütenzucker gefunden. Von der Firma Alatura, was auch immer. Ich wüsste ja was anderes, würde mir doch mal gern mal so eine Nase ziehen. Ja, nicht jetzt, was ihr denkt. Nein, einfach mal so reinriechen. Keine Laien, Mensch. Dann Gurken für die Partyfans. Ja, da fehlen doch die saftigen Gurkensticks. Süß-würzig. Seid ihr der die Gurkensticks vermisst? Fragezeichen. Der einmal jetzt nicht für mich, aber Münchner Weißwurst kommt mit extra. Kaffeesahne, falls es zu meinem Geburtstag zu Sahnemangel kommt. Einmal Latte Espresso, den könnt ihr mir extra reinpfeifen, damit ich so ein bisschen in Action bleibe. Ich habe ja was im Ofen, eine Überraschung. Ich habe einen Timer gesetzt von meinem Handy. Kleine Überraschung fürs Ende des Videos. Ja, da habe ich gleich mal was kombiniert. Crunch Chips, einmal Cheese und Onion Geschmack. Auch für die Party. Für die Cracker unter euch. Ne, nicht falsch verstehen. Ne, nicht Crack. Einfach für die Knacker. Nicht für die Alten. Ja, ich verstricke mich immer weiter. Manchmal ist das richtig ätzend. Sagt man nicht. Kaffee, Milch. Wer Milch mag. Dann nochmal ein paar Wiener. Hier haben wir Ja-Wiener. Nochmal 8 Ja-Wiener. Ja, für mich nochmal so nebenbei wie immer. Fast immer dabei. Himbeeren. Genau. Was haben wir noch? Ja, wir haben noch ein Ja-Wiener Glas, ein 8er. Ich denke mal, dann reicht es dann von Wienern. Senf habe ich nicht mehr bekommen. Weder beim, hieß das ein Disco oder wo war ich? Weiß ich gleich gar nicht mehr. Und weder beim Rewe kein Senf. Warum? Auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Also, das mit dem Senf, ja, nicht. Dann nochmal für die Party Kesselchips. Für mich nochmal so ein bisschen Bärenmarke Eiskaffee zum. Ja, munter bleiben, bla bla bla. Das hilft doch nicht, egal. Dann nochmal die Afri-Cola für die Cola-Fans. Jo, hast du nicht noch eine andere Cola? Pepsi habe ich nicht erwischt, keine Ahnung warum. Sonst finde ich immer ein bisschen Pepsi. Dann nochmal eine originale Coke, noch eine. Jo, ist zwar ungesund, aber ich werde es nicht trinken. Dafür habe ich für die Würstchen Ketchup, Bautzner. Ketchup. Und nochmal Chips. Mediterranes Gemüse. Mal was anderes. Wird trotzdem reingepfiffen, egal. Jo, dann nochmal Chips. Naturas mediterranes Gemüse nochmal. Hatte ich ja, glaube ich, gerade. Aber falls es gut schmeckt, weil es was Neues ist, du weißt ja, wie es ist, dann habt ihr nichts da. Aber weil ich mehr gekauft habe, wird es wahrscheinlich nicht schmecken. Ne, ich weiß auch nicht. Hefeknödel nach böhmischer Art, der ist mir auch irgendwie mit mal machen als Menü oder als Kochvideo mal wieder. Kommt mit dazu, irgendwie ja, böhmische Knödel, warum nicht? Ja, für die bisschen Brot für die Wiener Fans.
die da Barbina essen wollen zu meinem Geburtstagsfeier. Jupp. Dann Senfsoße mit Honig habe ich das Einzige, was senftechnisch noch zu haben war. Ja, da greifst du am Kopf, ich weiß. Der Senf wird alle mit der Senf gekauft. Alles mit alle. Egal, Hauptsache ich habe meine Schinken-Zwiebel-Mettwurst. Hauptsache die wird nicht rationiert. Schinken-Zwiebel-Mettwurst. Für mich mit das Beste. Einfach mal so reinpfeifen, so. Ist doch Bockwurst. Macht man einfach mal. Tiroler Bergkäse mal wieder. Der geht immer. Ich hatte letztens den anderen. Sorry, tut mir leid. Bin ich raus. Mancher Käse ist einfach nur bitter und oh, ich habe ihn glaube ich irgendwie vorgestellt, aber nein, bitte nicht nochmal. Da bin ich raus. Ach ja, ach, ich habe einen Riegel vergessen. Ich wollte ja noch eine Riegeltour machen, eine geile Schnitte. Ja, weil ihr seid und ich die Riegeltour schon gemacht habe, wird das jetzt auch nochmal extra in Riegeltour-Special, neben dem, was ich noch im Backofen habe. Jo, das ist die geile Schnitte. Das ist, steht einfach nur Schokolade. Koro, wahrscheinlich Kokosnuss. Jo, die geile Schnitte. Sieht, ich hoffe, die macht nichts mit mir. Sieht einfach so aus. Nichts Besonderes, Schokolade. Mit Kokos. Ist nicht ganz so zäh wie die anderen Nussriegel. Ja. Ist okay. Was eine gute Kombination ist. Ne, gibt es eine 7. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Nein, auf gar keinen Fall. Geile Schnitte. Vielleicht kommt es ja noch. Wer weiß. Also, was haben wir noch? Wenn da die Mädels halt noch Hugo wollen, gibt's Hugo. Einmal die Geschmack von Waldmeister. Und einmal den Geschmack von blauen Bären, was auch immer die damit meinen. Oder blaue Bären halt. Blaubeeren vielleicht. Ja, ich habe meine passierten Tomaten gekriegt, juhu. Die ich extra noch wollte für meine Tomatensuppe. Hab sie. Ja, alles wird gut. Passiert. Oh. Die Schinkenzwiebel-Mettwurst hat sich gemeldet. Und dann nochmal eine Cola. Für die, die Cola wollen. Dann machen wir eine Fanta. Die Fanta wollen. Extra Fanta-Bauch. Dann nochmal die Säfte wollen. Saftmenschen. Einmal liebe Maracuja und liebe Cranberry. So 100% Säfte. Ne, 25. Und hier sind's 30. Immerhin. So. Jo, was habe ich noch entdeckt? Habe ich schon mal Waldpilz-Senf entdeckt. Wenigstens eine Art von Senf, den wollte keiner. Oder hat keiner entdeckt. Und Senf mit Meerrettich. Da standen noch 3 Gläser da. Ich habe 1 von 3 genommen. Senf mit Meerrettich. Was soll ich machen? Echt kein Senf mehr da. Zur Genugtuung habe ich mir nochmal Ketchup geholt. Also da die Pizza jetzt noch nicht fertig ist, werde ich euch nochmal ausknipsen. Nicht falsch verstehen. Ich werde derweil alles wegräumen und dann euch zeigen, was aus dem Ofen kommt. Der eine oder andere weiß es bestimmt schon. Es wurde vorgestellt, aber mal schauen. Wartet's ab. Lasst euch überraschen. Bis dann. Mensch, das Wichtigste hat der Mr. E. ist vergessen. Nochmal die gekauften Geburtstagstorten auf die Schnelle. Ja, damit ich was anzubieten habe. Ich habe zwar keinen direkten Kuchen, aber einmal eine Kuchenliebe Erdbeer Cheesecake. Erdbeer mit Käse, whatever, Teig. Jo, und einmal so eine Zusammenstellung. Festtagstorte, unser kleiner Klassiker. Verschiedene Sorten. 4x2 Stücke tiefgefroren. Ja, bedeutet im Detail das, was ihr drauf seht auf dem Bild. Ich denke, so wird es auch 1:1 sein. Das ist nochmal die Torte mit und die Doppeltorten, damit ich so ein bisschen was anzubieten habe. Ich bin halt nicht die Oma, die alles perfekt auf den Tisch hat. Vielleicht werde ich irgendwann der Opa sein, der alles fast perfekt auf den Tisch hat, aber
Ich denke, die Gäste haben was zu essen und zu trinken. Das ist das Wichtigste. Unterhaltung. Mal hier und da ein bisschen Dünnes gelabert. Kann niemanden schaden, außer mir. Ansonsten, ich bin raus. Guten Morlock. Ach ja, das Special kommt ja gleich noch. Ein wenig Geduld. Wie ihr hört, ist der Alarm bereits losgegangen. Und jetzt kommt es zu dieser Überraschung. Was heißt Überraschung? Viele wollten es. Für mich ist es jetzt nichts Besonderes, aber trotzdem kreativ. Ich hatte es jetzt im letzten Video schon erwähnt. Ich lasse den Alarm einfach laufen, weil das hat eine bestimmte Stimmung. Diese Stimmung muss nicht jeder verstehen. Ich werde sie, glaube ich, auch nie verstehen, aber mir sagt irgendwas, lass den Alarm laufen, das passt. Die Pizza ist hier diese mit Fischstäbchen und hier Spinat. Für viele nichts Besonderes, für mich mal schauen. Ich gebe euch auch jetzt Bescheid, 1:1, wie es schmeckt. Ich rede extra wegen dem Alarm lauter. Ich weiß, ich könnte ihn leiser stellen, aber... Oh, ich glaube, naja doch, mal gucken. Sah ein bisschen roh aus. Nein, ist durch. Mhm. Mhm. Ja. Ist halt eine Salami-Fischstäbchen-Pizza. Obwohl, wo ich sagen muss, dass die Fischstäbchen-Konsistenz hier besser ist. Die ist weicher als die normalen Fischstäbchen. Die sind immer so härter. Die Fischstäbchen sind hier sehr weich. Wahrscheinlich sind sie doppelt gekocht. Gebacken. Ja, das muss man dazu sagen. Diese Fischstäbchen sind etwas weicher, wie ihr seht, in der Konsistenz. Sehr weich eigentlich, finde ich gut. Ich finde auch das harte gut an den Fischstäbchen, die ich sonst so mache, aber die sind außergewöhnlich weich, das schmeckt mir sehr gut. Spinat esse ich sowieso manchmal gern. Ja. In dem Sinne, gute Innovation, die Idee war gut, obwohl es ein bisschen crazy und einfach klingt. Trotzdem die Umsetzung, mein Daumen oben, Geschmack, auch Daumen hoch. Man kann sich da auch einzeln drauflegen, aber die sind zur Konsistenz, die Fischstäbchen, für meine Verhältnisse weicher. Was das hier angeben und macht zu essen, könnt ihr euch gern holen. Und ich glaube, es ist nicht nur einmal, dass ich mir die hole. Kann durchaus sein, dass ich da nochmal zuschlage. Ich werde dann gleich weiter essen. Ja, genießt noch die Pizza-Porn-Szenen.